Hallo. Herzlich willkommen. Ups, so noch an. Geht sofort los, meine Freunde. Immer mit der Ruhe. Steht ja da, gleich geht's los. Da hast du nicht ganz unrecht. Akri, ach, muss man erst runterscrollen, wird es heute ungefähr nur ein bisschen über ein Stündchen vielleicht gehen. Aber lieber eine Stunde als Eine zwei, sag ich mal. Schmunte. Lieber eine Stunde als zwei. Ich genauso. Ich frage mich ja, woher wir 131 Follower haben. Das frage ich mich auch. So, da machen wir mal das Spiel schon mal an. Und schauen mal, ob das funktioniert. Ich habe natürlich freudig, wie ich bin. Macht ihr das da drüben, Leute? Was ist drüben, Leute? Ich habe gefragt, warum sich der Launcher von Trackers EP auf dem zweiten Bildschirm öffnet. Ach so. Oh, this miss. Da habe ich denn hier Musik? Ja, ich habe Akrid. Kann sich immer überall akrien. Naja, ich habe keine andere Wahl. Was habe ich gesagt? Ich habe extra für Helga schon mal seine Lieblingsband angemacht. Lebanon, Hannover. Ja. Hört sich gut an. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich noch kein Bild mache, Moin obwohl, Helga. moin Helga, obwohl ich schon im Spiel bin, will ich erstmal gucken, ob wir hier überhaupt Aufträge haben. Stimmt. Bevor ich jetzt die ganze Zeit hin und her Ich habe schalte, eine E-Mail. ich glaub's nicht. Die haben ihr Konto überzogen. Schreibt eine E-Mail zurück mit Jutta und Say. Was? Ich habe ein Gebühr für einen kurzfristigen Kredit gewährt. Wo kann ich ihn annehmen? Na, bei Bank. So. Hey. Hier ist keiner. Ich habe mich wahrscheinlich zu spät eingeloggt. Ach, zu spät, zu spät, sag ich immer. Beide hab ich insgesamt 500.000 Euro Kredit schon aufgenommen. Und ich muss noch 420.000 zurückbezahlen. Hört schon mal sehr gut an. Also hier leckt glücklicherweise alles. Da habe ich jetzt Aufträge, natürlich habe ich keine. Eine Runde schlafen bei der Mucke, was läuft denn bei Nova schon dafür? Ja, ich habe doch gesagt, ich habe extra für Helga Lebanon Hannover angemacht. Ach so. So, Nova, ich habe jetzt nochmal 60.000 Euro nochmal geholt. Machst du richtig? Jetzt habe ich 500.000 muss ich noch zurückbezahlen. 1500 schmausend. Hasch, oh. Ich So. hätte trotzdem gern den Kostenkredit angenommen. Naja. So, Profiles. GeForce Economy Reset 1. Safe. Auftragsangebot, Frachtmarkt. Feierabend. Gibt keine Aufträge, jetzt muss ich schon mal neu starten. Ach man, ey, ich liebe es, ist immer wieder in Leipzig zurück. Alter. Wenn dieses Intro nicht immer so unfassbar laut wäre. Ja. Helga, wie findest du den Wartebildschirm? Habe ich ihn gut gemacht?
Übrigens, ich weiß, Helgas zweite Lieblingsband neben Lebanova. Welche denn? Asp. Ja, ich weiß nicht, ob du dafür was in der Liste hast. Nee. So, Start. Alter, 500.000 Euro könnte ich zurückbezahlen. Was soll ich denn das jemals machen? Naja, immer mit der Ruhe. So, dann. Bitte. Bitte. Eigenschaften. Bitte. Bitte. Fertig. So. Um die Mitte zur Ditte. Warten wir nochmal fix die Cue ab. Aber ich muss ja eh auf dich warten, fällt mir gerade ein. Ja. Wie, was habe ich gesagt? Wann? Oder was? Stimmt, dass deine Zweitlieblings-, dass Helgas Zweitlieblingsband Asp ist. Achso, ja. Das habe ich wirklich gesagt. Ist halt auch, ist aber auch so. Kann ich auch nichts ändern. Nee, ich auch nicht. Wann ist denn bei euch morgen, liebes Euro Truck Simulator? War schon 1 Million Tage nicht mehr online. Team hackt, schreibt er. Hackt er bei dir auch? Die Leute nicht hacken. So, hauen wir mal meinen Anhänger drauf. Hallo. Wir legen das nochmal auf Liegemanager auswählen. Ich hab gefragt, jetzt, ob er bei dir auch hackt. Hört nicht zu, ja. Ey. Traurig. Bei mir hackt nix. Ist wahrscheinlich schon wieder. So, fahren wir hin. Das musst du mir doch sagen. Ich kann nach Calais dreimal. Nach Genf kann ich auch. Nach Peschek kann ich auch. Nach Metz. Nach Helsingborg. Nach Graz. Nach Malmö. Ich guck mal, was ich hier Schönes hab. Nach Odenske FK. Nach Odenske FK. Ach, da muss ich jetzt schon wieder alle Auflieger durchklicken, ey. Glücklicherweise ist das nicht nervig. Also Malmö und Calais kann ich sehr, sehr oft. Ich würde gerne nach Metz fahren. Wohin kannst du? Nach Metz, nach Graz, nach Malmö, nach Calais, nach Genf. Das hört sich alles so gleich an. So kann ich das denn jetzt nicht tauschen, yes. Leute. Ach, warte mal, ich muss ja die Auflieger erstmal alle herholen. Oh. Gell, finde ich auch. Nach Metz, nach Calais, nach Helsingborg, sagst du. Sag ich. Da schauen wir mal. Nach Genf. Nach Malmö. Nach FF. Malmö FF, Odensk FK. Ist schon was los, ey. Wird wetten, ich kann wieder nach nirgendwo hin. Naja. Ja. Ich würde auch gerne mal nach Odensk fahren. Siehste? Was habe ich denn hier? Stockholm, Lyon, Kalmar. Hast du Kalmar gesagt? Nein. Örebrü, ey. Nach Metz kann ich. Wollen wir nach Metz fahren? Ja, fahren wir nach Metz. Alles klar. Das fahre ich Erbsen. Zeit zu gehen. Ja, mach's gut. Egal. Also der von geil. Guck mal, was der von geiles Auto hat. Also der ist mir zu gefährlich. Ich fahr mit zum Fahrer. Ich fahr nur so ein bisschen Fahrerteufel. Es ist schön, nicht mehr Minus zu sein. Hübsch dir. Ich glaube, ich mache trotzdem mehr. Ich bezahle wahrscheinlich mehr pro Tag, als ich einnehme durch LKW-Fahrten. Das ist ein schöner Schlag, wo Jörn sagt, Helga, jetzt habe ich aber leider
keine Lust auf Asp, um zu ändern. Aber ich dachte immer, Schlager wäre Blutengel. Blutengel ist wirklich Schlager. Jetzt mal Deck auf Asp geändert. Naja, Decke, Decke. Bei DLC Krone, Alter. Bei DLC Krone, achso, sind übrigens die Krone-Anhänger. Hab ich gesehen, gibt's wirklich ein DLC von. Der Anhänger. Ja, zwei schon, dachte ich. Okay. Da gibt's für Anhänger ein DLC. Ja, warum nicht? Naja, du kannst ja theoretisch auch einfach Workshop designen. Theoretisch, theoschmetisch, sag ich immer. Wieso? Verstehe ich jetzt nicht, warum man dann DLC. Wie viel kostet der? Wahrscheinlich. 1 Million Euro. Also ich finde die DLCs ja manchmal ganz schön heavy teuer, gell? Ich hab gesehen, ich hab ein DLC noch gar nicht, das ist schon traurig. Welchen? Biege nach rechts ab. Da ist, glaube ich, Going to Baltic Sea oder so, da ist... Ja, der ist doch, glaube ich, neu. Nee, so neu also ist ja nicht. Ich wollte mir einen Schwerlasttransport kaufen, dann habe ich den Preis gesehen und dachte mir, naja, nee. Sogar runtergesetzt gerade, gell? Echt jetzt? Ja, dachte ich, ja. Echt? Also ich hab vor... Hä, hey, wo wir sind im Sommersee? Frühlingssale, Sommersale. Gibt es noch gar keinen Sale, oder? Na klar, ist doch die Aktion. Schon seit 87 Jahren. Da, wo du die ganze Zeit Level farmst. Biege nach rechts ab. Ey, PS hat mir so viel Level gegeben. Hübsch, ja. Hallo, stellen Sie mal Ihren LKW nicht mitten auf die Straße. Ja, warte, ich bin fraglich. Ich hab das dumme Gefühl, ich hab automatisch wieder gehabt, ist sie nicht. Angekommen. Naja. Hatte ich auch nicht, weil Spotify ein Update hatte. Achso, daran liegt das. Verstehe. Los. Ich meine, mich stört's jetzt nicht, weil hier durchgängig Kalen Mikler läuft, aber. Ich finde eine neue Route. Wo bist du eigentlich? In dir. So. Soll ich los vorfahren? Ja, alles klar. Ja. Aber du hoffst, dass Ast kommt. Wer das in deiner Best of Postpunk Waveliste ist. Muss ich jetzt instant einfügen, schnell. Na mach mal. Wird eh nicht drankommen, weil es keine zufällige Wiedergabeliste ist. Das stimmt. Boah, Chuck C hat mir 9000 Euro gebracht. Und Daniel D 12.800, Alter. Warte, ich hänge. Wo hängst du denn? Am Zaun. Alter. Schon mal LKW gefahren. Nee, das ist ein Problem. Oh, Wilma F 36.800 Euro. Ey, ich glaub's ja nicht. Wilma. Wilma F ist auf jeden Fall MVP, würde ich mal sagen. Wilma F ist stark. Besser als Big auf jeden Fall. Ja. Ey, DLC Krone, Alter. man hätte es auch schöner designen können, sag ich mal. Weil. Dass das so dämlich schräg ist, ist schon echt nervig. Das ist sehr komisch, ja. Aber es muss halt nervig sein, damit du das DLC kaufst. Wenn die jetzt ein wunderschönes Design machen, sagt jeder, warum soll ich mir das DLC kaufen? Schön muss es eigentlich in so ein Neon. Oh, Top-Anhänger, ich bin neidisch. Ich will auch Top-Anhänger fahren. Naja. Dancing Black hat ein neues Album. Ja, ja. Ich würde es mir sehr gerne kaufen. Aber. Ja, Versand aus Amerika ist so high expensive, ey. 1 Euro für eine Kassette. Ich hab mir schon eine bestellt aus Amerika. Ich hab mir schon vor 2 Monaten, vor 3 Monaten Sidewalks and Skeletons Kassette bestellt. Ja. Da, wo alle Lieder Gumande singt. Ah. Und das ist halt eine pinke Kassette. Da dachte ich mir, da bezahle ich auch gerne mal 10 Euro Versand. Wenn du das sagst. Aha. Hallo, für pinke Dinge immer. Ich hoffe, hier vorne bleibt jetzt rot. Kann nämlich nicht wieder, schneller als 60 fahren. Ist drin wegen Unfall? Ja, hab ich auch. Der ist also nicht wegen Unfall. Ich muss den Umbau schnell rausmachen. Ach, hier ist ja rot. Wo ging das nochmal? Irgendwo in den Einstellungen. Geschwindigkeitsbegrenzer aktivieren. Gut, aus. Wo steht das? Bei Gameplay. Ein bisschen runter.
LKW-Einstellung. Ach jo. Weg. Ist hier immer noch rot? Nee, ist grün. Ach so, naja. Kann doch einfach mal so eine Grünphase verpassen, sag ich. Richtig. Wieso war denn der. Achso, weil Update kam wahrscheinlich. Ja. Kann mir mal einer erzählen, wieso Updates grundsätzlich alles zurücksetzen müssen? Spotify-Update, keine zufällige Wiedergabe. Das Spotify-Update setzt schon immer zufällige Wiedergabe zurück. Muss ich ja nicht verstehen. Muss ich jetzt nicht verstehen, sag ich mal. Wie viel kriegst du? Sehe ich Werbeangebot. Jetzt Amazon Music für 3 Monate nur 99 Cent. Geh, guckst du rein, gibst du gefühlt ein Band. The Cure, kein Lied. Übertrieben gesagt jetzt. Ja, holt sich doch auch keiner Amazon Music, ist mal ehrlich. Nee, holt sich auch keiner. Ich sehe gerade, ich bin müde, ich hätte eigentlich auch schlafen können. Naja, egal. LKW ist sehr schnell. Rechts halten. War nicht mal 80. Ah, jetzt eh wieder eine Ampel. Rote Ampel hier. Zack. Ding gehält. Macht er vor mir aber auch. Wobei ich weiß noch nicht, was er vorhat hier. Wisst ihr wahrscheinlich selber nicht, was er vorhat. Und Helga, was hast du jetzt Schönes gemacht auf Arbeit? Außer Kinder geschubst. Helga, stell ich mir das auch so vor, gell. Okay. Kommt auf Arbeit, tritt erstmal das Kind in die Ecke. Das wäre lustig. Naja, als Chef kannst du das auch mal machen, gell, okay, sag ich. Ja, wenn jetzt jemand zufällig einschalten würde, gell, okay, und du erzählst über, also der Chef im Kindergarten tritt erstmal früh zwei Kinder weg immer. Was für eine Aussage. Helga, wir spielen doch kein FIFA. Was? Ich würde mal FIFA, nein, wir spielen nur PES. Helga, wir spielen kein FIFA. Also PES kannst du gerne mit uns zusammen streamen. Aber ich will dir nur sagen, PS sind wir halt ganz schön scheiße. Aber wir spielen sehr viel. Nee, ganz schön gut halt. So, kannst du mal einen Stream, wo wir PS angespielt haben, nachgucken. So, habe ich denn schon wieder Geschwindigkeitsgrenzer an? Alter. Naja, egal, 110 sollte reichen, hoffe ich einfach mal. Was ist das? Da stellst du Geschwindigkeitsbegrenzer aus, hast du direkt wieder drin. Ich habe wahrscheinlich nicht auf Apply gedrückt. Naja, mir soll es egal sein. Ich muss nicht auf Apply drücken. Gut. Du fährst so schnell, ey. Ey, ich fahr nicht mal 110. Ich fahr nicht mal 100. Hat mir Dima schon wieder jetzt geschrieben, ey. Jetzt muss ich während der Autofahrt aufs Handy gucken. Apropos Handy, wo ist eigentlich meins? Ist besser, wenn es irgendwo liegt. Tom soll auch irgendwie am Start sein. Echt geil. Obwohl, ist das so geil. Ja, ich weiß es nicht, ob Tom kommt. Helga hat mich heute schon gefragt, ob Tom kommt. Wäre ja lustig. Wobei, ich weiß nicht, ob das lustig wäre. Ich auch nicht. Scheiße, wieso habe ich Geschwindigkeitsbegrenzer bei 100 drin? Bei 100? Bei 110. Achso, naja, macht ja nicht. Fahr mal halt 110. Schneller wäre ich eh nicht gefahren. Ey, du bist schon über alle Berge. Ich sehe dich nicht mehr. Ich mach mal, ich geh mal auf 100 runter. Biege nach rechts ab. Und fahr erstmal nur ein paar Meter runter. Wenn ich einen Teil gebaut hab, geht mein LKW nicht mehr. Merkt das schon, keine Ahnung, was du gemacht hast. Aber wahrscheinlich dann liegen, weil mir 18 Leute in den LKW gefahren sind. Aber hast du doch repariert oder nicht? Ja, aber trotzdem. Da bleiben die Schaden da. Das stimmt. Also mittlerweile fahren hinter dir Leute, ich weiß gar nicht, ob du noch auf der Autobahn bist. Ja, ja, ich bin der, der alle aufhält. Ah, da werden dann Rundleuchte. Ist auch nicht. Ach nee, warte mal. 100 passt. Schön 100 durch den Tunnel. Könnte fast der Tunnel in Jena sein.
Sieht das hier so aus in Jena? Keine Ahnung. Ja, schon sehr. Alter, was macht er denn? Alter. Ist eben reingefahren. Ja. Ist mir jetzt noch einer hinten drauf gefahren? Ja. Alter. Einer schubt mich vor der Bahn, der nächste. Das sag ich doch. Das ist ja Jena, ihr Ficker! Verpisst euch von der Straße! Weil hast du mich hier einfach überholt, so frech. Ja, ich halte nach dem Tunnel an. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Holt dich schon ein. Ja, glaube ich auch. Also manchmal frage ich mich auch, wie die hier LKW fahren, gell? Da will mich einer von der Seite schieben. Weil ich langsamer wäre, brettert mir der andere hinten drauf. Ja. Ey, fahren wir jetzt am Weimar vorbei? Das will ich doch nicht. Ich fahr jetzt Erfurt. Bei dir los. Wo ist der LKW gefahren? Wahrscheinlich. Ah, das ist, ich bin ja noch nie lang gefahren. Auch nicht. War das der, der mich gerammt hat? Wahrscheinlich. So ein Wichser, ey. Ist ja schon hinter dir. Der gerammt hat, ist halt in der Luft gedreht. Ne, mich hat da vorne einer gerammt, deswegen hat der mich hinten gerammt. Hä? Ja, mich hat vorne einer zur Seite gedrängt. Und dadurch bin ich langsam, na, weil der bekloppt ist und nicht Auto fahren kann. Ja, mal drei oder was? Scheinbar. Entweder er war zu blöd zum Überholen oder er war zu blöd zum Überholen. Naja, auf jeden Fall. Das Erfurtkreuz sieht doch niemals in echt so aus. Wie kommt das Erfurtkreuz nicht an Jena-Tunnel? Ach stimmt! Ich hoffe, hier fehlt etwas. Naja, Weimar fehlt, wird Schmetter haben. Wie traurig ist das denn? Kein Mensch braucht Weimar. Da bist du von Jena direkt nach Erfurt, ey. Naja, warum auch nicht? Ich glaube, man war schon am Burger King Willing vorbei. Hättest du gerne. Dann schön mal in Weimar, mal einen Abstecher, mal einen Huber ansetzen. Nee, perfekt von Jena nach Erfurt. Gar nicht wussten, dass Erfurt Kreuz. Na, ganz hinten, wenn du dann zum From Hell rechts abbiegst. Ach, da hinten, Alter. Das ist ja hunderte Kilometer weg. Ja, deswegen ja. Ich kenne mich doch aus in der Gegend. Ich kenne mich eigentlich fast in ganz Deutschland aus. Fast. Außer in Bayern und in, wie heißt das denn hier, Baden-Württemberg? Bayern, Baden-Württemberg, nee, da will ich mich auch nicht ausgehen. Außer Zuschauer kommt aus daher, dann finde ich es natürlich sehr auch schön. Nicht. Da kommt der 24-Stunden-Stream auch. Ich werde in meinem Leben keine 24 Stunden wach sein können, glaube ich. Wir können wirklich im Leben keine 24 Stunden wach sein. Das letzte Mal, als ich 24 Stunden wach war, das ist schon sehr, sehr lange her. Da wirst du aber auch komplett Matsche in der Platte. Also ich jedenfalls. Als GGT haben wir doch gut immer, haben wir doch auch 22 Stunden geschafft. Ja, so ging es mir aber auch. Eventuell kommt da das ein oder andere Getränk noch mit rein, aber das macht ja erstmal nichts. Stream schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, wie Leute sowas schaffen. Außer wir spielen 24 Stunden mit Helga PS. Ich überhole dich ja einfach mal. Obwohl, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich fahre mal langsamer. Ich habe Angst, dass ich nicht um die Kurve rumkomme. Ich will nur was sagen, gell? Ich hab noch nicht einmal abgebremst. Ach so. Mein LKW ist einfach nur so langsam. Ah, verstehe. Ich wurde ja komischerweise einmal ganz bösartig abgebremst. Wollen wir mal auf dem nächsten Rastplatz anhalten? Muss links. Bitte links halten. Ja, ja. Wo wir unsere Differentialsperre, unsere Geschwindigkeitsbegrenzung rauszunehmen. Können wir. Sonst komm ich ja nie hinterher, wenn du nur 10 fährst. Schaffe ich es nie an. Ganz nähern. Am nächsten Rastplatz oder Tankstelle oder so machen wir mal halt. Der wird gut, dann kann ich direkt mal tanken. Ich brauch zwar nicht tanken, aber es macht ja erstmal nichts.
Alter, also, das machen wir. 24 Stunden PS. Also, ich kann nach 3 Stunden PS schon nicht mehr. Ach Quatsch, du hast doch schon 8 Stunden PS am Stück gespielt. Das stimmt leider. Hey, aber denkt an, PS sind wie gesagt Profis. Also wir können da spielen, können nur, wenn nur nicht mit einer schlechten Mannschaft spielen, können wir trotzdem. Also die schlechteste Mannschaft im Spiel. Bestimmt eine aus der thailändischen Liga oder so. Bitte links halten. Bitte links halten, alles klar. Oh, komm mal, Mario. Ach so, ich dachte, FC Ilmenau. Meinst du, FC Ilmenau ist so schlecht? Schlechter als SV Einheit Legefeld. FC Ilmenau ist schon sehr schlecht, ja. Das auch. Kennt man da eben, wer spielt das so? Helga, zum Beispiel. Außer Helga Button Krake. Hup da zurück, ihr Ficker! Sorry, Twitch. Jetzt mal auspiepsen das Wort fürs Beauty. Nee. Du wärst mir nie Twitch-Partner. Naja, kann ich auch nicht dafür. Der flamet ihn Solche hier einfach rein. Chat-Moderatoren wie Helga wirst du es nie zum. Nie schaffen. Warum nicht so schnell? Fahr doch nicht schnell. Ich komme jetzt schon nicht mehr hinterher. Dann klicke ich so gleich in die Tanke. Ja, was ein Glück, ey. Warum muss ich nicht okay drücken? Was kann ich. Was? Was sagst du? Man muss doch nicht okay drücken. Route neu berechnen. In der Option. Bist du der Sasiki? Sehr sicher. Ich bin's mir nämlich nicht. Also, Hier sind weil ja ich keine habe auf. Kranken, hier ist nur Schlafplatz. Macht ja nichts. Stelle ich mich halt einfach mal kurz auf den Schlafplatz. Blau-weiß Neusses, bitte. Danke. Blau-weiß Neusses, okay, eine Fußballmannschaft. Nicht absatteln! So, Option, hier gibt's keinen OK-Button, okay, wie du siehst. So. Oh, ich wollte nicht speichern. Der jetzt drinne. Richtig, ich mach nochmal aus und mach nochmal an. Hallo, ich will den nicht aktivieren. Wieso kriegen wir den nicht weg? Aufsattel für Erfahrene. Nee. Das wüsste ich auch nicht. Was ist denn ein automatischer Retarder? Weiß ich auch nicht. Verstehe ich alles noch nicht so richtig. Bin ich ehrlich. Wer weiß, was mit dem Bin ich Update mit passiert ist. Geschicklichkeit? Was mit? Mit dem Update hier alles passiert ist, alles im Arsch. Ich will aber keine Geschwindigkeitsgrenze haben. Oder meint sie, das ist Pflicht? Das ist ja nicht dumm. Ja, wär's auch. Das wäre halt wirklich dumm. Ist halt beschissen, dass es keinen OK-Button gibt. Es ist halt immer wieder drin, du kannst machen, was du willst. Kannst halt wirklich machen, was du willst. Naja, nützt ja nichts. Ja, wir schaffen heute eh nicht mal viel. Bauen wir das Ding noch zu Ende. Richtig. Dann vielleicht noch eine kleine Route oder so ins Immer Nachbardorf. geradeaus. Müssen wir wissen, wo das Nachbardorf von Metz. Steinmetz. Na klar. Habe ich noch Trikot zu Hause, sagt er. Also. Hier seht ihr, welches Lied gerade läuft und welche Lieder vorher liefen. Das ist gelogen. Alter, lass mich raus! Du bist schon wieder einen halben Kilometer Ich weg. beschleunige jetzt nur auf 100. Mittlerweile habe ich Du ja. hast im Profil verlinkt. Na, gibt's das noch? Ich glaube nämlich nicht. Du solltest nicht mit dem, du solltest dir das im Profil nicht mehr geben.
Ist das noch verlinkt? Achso, ist sogar noch verlinkt. Schön. Nee, ich dachte, die, wie heißt denn das? Box. Die gibt es nicht mehr, die das Inbox ist. Genau. Die wahrscheinlich die einzigen zwei Nutzer waren. Wahrscheinlich nicht wirklich, ja. Ich sehe dich schon nicht mehr. Ich fahre nicht mal 100. Fahrrad 84. Okay, jetzt fahre ich 100. Ich glaube, ich fahre nur 90, damit du mich mal einholen kannst. Boost mal Joy Disaster. Hello, Joy Disaster. Hello. Grüß you. Sind die bei dir oder was? Sie sollen die Behälter sein, die sind nicht Behälter. Kann doch sein, wir wissen ja nicht, was Helga so den ganzen Tag macht. Vive la France, Joy Disaster! Ich glaube, die denken auch, du bist bekloppt. Naja, das ist ja nichts Neues, wa? Das ist wirklich nichts Neues. Also, ich war LKW. Sagt eigentlich alles. Guck mal, da hat einer dieselbe Flammenlackierung wie du. Ich glaub's ja nicht. Was? Das ist Speziallack. Welche für teuer Geld erstatten? Ja, das Auto mit rum, herrlich. Ach, ich hab dich eingeholt. Na dann, mach mal wieder schneller hier. Stell ich mal wieder auf 110, damit es hier mal vorwärts geht. Aber der LKW ist auf 80, wenn ich mal sagen darf, gell? Tja, da hat sich wohl einer verschrieben. Tubisch. Tubisch Ohr. Grüß dich, Cargo Trains G Alucard 1999. Achso. Ach, weil ihr in Frankreich seid. Wir sind in Frankreich. Mir gar nicht aufgefallen. Ja, den. Der muss sich auf den Standstreifen vorne rüberholen. Der hat wahrscheinlich einen Schiss. Lossige Deutschland, Helga. Wo sind wir denn gerade? Was steht denn hier auf Nummer auf dem Schild? Bleiben Sie immer geradeaus. Wo geht's denn hier runter, Nummer? Saarstücklich. Nürnberg, Frankfurt. Also wir wahrscheinlich so. Ich denke, wir fahren so. Wir werden bei Frankfurt sein. Wir fahren sicherlich an Frankfurt vorbei, um nach Frankreich zu kommen. Frag mich nicht. Ich glaube, die haben ja alle Geschwindigkeitsbegrenzer drin, ich weiß ja auch nicht. Oder die halten sich an die Verkehrsregeln. Wie schnell ist hier 90? Ich bremse mal runter. Alter. Damit ich hier nicht geblitzt wäre. Also dieser Hallo Kaufwisch. Die zwei Tunnel von Jena sind drin, da muss es ja sogar sehr aktuell sein. Naja, wird ja auch mal gepatcht. Was für ein Depp muss hier runter, ey. Alter, der Anhänger sieht halt wirklich schwierig aus, sag ich mal. Ist jetzt insgesamt wahrscheinlich nicht unbedingt das Schönste, aber es macht ja nichts. Ich hab mir überlegt, ob ich mir eine 7-Seater was kaufe. Das musst du doch wissen. Naja, eigentlich. Eigentlich brauchen wir auch nichts. Eigentlich brauche ich nichts, aber ich kann. Das, ich steck halt Level, gell? Dann bleiben Sie immer geradeaus. Jetzt schon Level 60, das finde ich echt geil. Das stimmt wohl. Immer geradeaus. Oh, ich wusste nicht, woran mich das erinnert gerade. Woran ist? Das erinnert mich an den Gamebreaking. Das aktuelle Event, was gerade ist. Alter. Ja, was? Das Ding erinnert mich gerade an Forsaken World, als sie auch so ein Gamebreaking Cache Update hatten. Wo du plötzlich Dinge, obacht, die kommt eine Kurve. Ja, erfahren musstest, cachen konntest. Also nicht, also in einer Kugel Glückszeug, gell? Ja. Oh. Aber Zeug, was halt unter wichtig war, wo du echt Monate für einen Teil gefarmt hast. Alter. Konntest du halt, wenn du sagen wir 100 Euro investiert hast, hast du mindestens eins rausgekriegt. Und das war halt auch so ein Ding, gell? Alle, die investiert haben, natürlich gesagt, geil. Und irgendwann merkst du, Mann, das hat ja jeder gemacht. Und irgendwann hast du gesagt, so, jetzt habe ich 500 Euro investiert, gell? Bin aber genauso weit wie der andere, also ist exakt dasselbe Stand wie vorher. Ich weiß ja nicht, ob
da überhaupt drüber nachgedacht wird, was sie machen. Nee, und genauso ist das Team gerade auch. Denke ich so, geil, jetzt krieg ich schon mal rein und steig Level, dann stellst du mal fest, gut, wenn du jetzt sagst, ich bin Level 60, wenn alle sagen, ja, wegen dem Event halt. Ja, richtig. Dass halt, dass er nicht genau alles versägen wird, dass da nichts so Besonderes ist. Kannst du schön den Trust-Faktor hochcachen. Ja, das ist nicht schlecht. Biege nach rechts. Aber trotzdem, das ist, ich weiß auch nicht. Deswegen denke ich mir so, ich würde gerne cachen, Level höher zu werden, oder denke ich mir, naja, gut, dann bin ich halt wirklich. Jeder ist jetzt hohes Level. Das stimmt wohl. Du bist Level 53, ohne einen Cent gecached zu haben. Muss ich halt mal vorstellen. Das heißt, jeder. Ja, gut, ich war vorher auch Level 40. Na, trotzdem. Ja, probier von Level 40 auf Level 53 so zu kommen. Guck mal, wie viele Abzeichen das sind normalerweise. Du kriegst ultra viele. XP. Ja, du kriegst 100. Ich hab 6900 XP gekriegt dadurch. Das sind quasi. 69 Abzeichen. Wir können es umrechnen in Karten. 960. Immer nee. Geradeaus. 100 immer XP. Geradeaus. Ja, nur, sie müssen rechnen. Na, ein Abzeichen sind 100 XP Punkte. Genau. Und ich habe 6000. Sind 1000 Punkte. Naja, 10. Okay. Ja, du hast 6900 Punkte, also 69. Stimmt. Sind das doch so wenig, das wundert mich. Ja, aber rechne mal, 69, sagen wir mal grob, 5 Karten. Also 69 mal 5, keine Ahnung, wie viel das ist. 70 mal 5 ist 350 Karten. A, 5 Cent. Ja gut, die waren schon A, 10 Cent. Du kannst schon mal rechnen, wie viel Geld du jetzt bezahlen müssen. Und dann gibt es da viele Abzeichen, da brauchst du ja 10 Karten. Das stimmt, ja. Also da kannst du schon mal ausrechnen, da hast du schon mal, was weiß ich, Haufen Euro gespart, also Haufen Euro Kosten gekriegt. Fürs sinnlos draufklicken. Also ich finde das schon ein bisschen krass. Ist es auch. Also 69 Abzeichen Geschenk kriegen ist schon. Ist noch nicht mal Ende, gell? Sonntag, ja, nee. Sonntag, letzten Tag. Ach, doch schon. Über 70, ja. Ich habe ja gehofft am 10., dass ich mir nochmal am 10. noch unter Schrein cachen kann. Wenn es geheilt kommt. Das hast du dir so gedacht. Habe ich wirklich so gedacht. Da frage ich dich, was die sich dabei gedacht haben. Keine Ahnung. Nächste Woche sollte er spätestens mein Boss ankommen, gell? Bis jetzt habe ich schon nichts gehört. Naja, ist ja auch noch Zeit bis nächste Woche. Stimmt. Alter, wieso ist denn hier überall Baustelle? Ich guck mir die Geschwindigkeitsbegrenzung aus draußen. Echt? Ja, ich fahre hier durch 30er Zone mit 92. Achso. Ich wäre ja auch frech, wenn der dich für die 10 cm abbremsen würde. Ich würde mal gucken, was sagt denn eigentlich meine Fracht? Ah, 3% Schaden, ey. Nur wegen so ein Arschloch. Ich hatte ganz fix. Ja, könnte ich auch. Probier's einfach mal, wenn ich davor stehe. Wenn man so Reset zugesetzt. Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch. Übrigens, ich habe mir gestern die Schallplatte von der Vorband von Softkill gekauft. Wie hieß die? Low Crush. Und die hat eine mega, mega geile farbige Vinyl. Und die finde ich halt, und die haben sich echt cool angehört. Da bin ich mal gespannt. Die machen so eine Mischung aus Post-Rock, Dream-Pop, Shoegaze und ein bisschen Post-Punk. Ach, doppelt Post-Punk. Also eher so Post-Rock, Shoegaze, Dream-Pop. Aber es passt halt dazu. Na, schauen wir mal.
Das habe ich schon gehört, du sollst dein Sparbuch mitbringen. Aber ich muss hier mal tanken. Mein Sparbuch, ich habe kein Geld. Ich bin pleite. Was ist das denn für eine Tanke? Kann ich jetzt hier einfach so reinfahren? Wahrscheinlich gehen. Oder Doppeltanke. Geil. Bist du gerade los? Hast du gesehen, dass er hier gerade stand? Einbahnstraße. Na klar, habe ich das gesehen. Ich als vorbildlicher Fahrer passe doch auf, was hier passiert. Digga, ich habe kein Geld. Wirklich nicht. Ich habe mir zu viel gekauft. Heute wird auch noch unsere Unterkunft fürs Amphi abgebucht. Heute erst. Das hat auch noch zweiteilig. Ach so. Hallo, fahr doch nicht los. Ich warte hier doch. David, okay, bereit bist. Jetzt habe ich nur Minusgrad auf der Fahrt hier. Hört sich schon mal sehr gut an. Und guck mal, sind wir in Frankreich. Viva la France! Je m'appelle! Wo de wo? Na klar. Na klar. So sagst du das auch immer. Ja, ich kann Französisch. Französisch! Nee. Bist du direkt in Frankreich, oder bist du einmal in Frankreich, gibt's keinen Mittelstreifen mehr. Nee. Alles verloren. Kannst fahren, wie du willst quasi. Kannst du mal so fahren hier. Schon hin und her. Oder kommt ein Gegner. Anderer Spieler, meine ich. Ich meine. Also, wenn ich sehe, wie der schon auf mich zulenkt, gell. Ja, gefährlich. Was ist denn hier los? Maut. Ach, ich hasse Maut. Hier auf dem letzten Abzweig oder was? Naja. Dann nur eine Bezahlstelle, was, ey. Ernsthaft? Ja. Gerade nach rechts fahren. Was ist die zweite? Na, für Autos wahrscheinlich. Achso. Du speedet schon wieder weg, ey. Biege nach rechts ab. Ich erinnere mich auch noch in einer Maut. So, bitte hier um die Kurve gefahren. Also ich habe schon mal kein Geld, das heißt, ich kann auch keins ausgeben. Naja, falls Tom kommen sollte, ist auf jeden Fall die Kasse voll. So viel kann ich sagen. Ich habe von 8.600 Euro bezahlt. Muss ich jeden Tag machen. Eieiei. Es ist Zeit, dass wir hier mal ankommen, wa? Ja. Max, an deiner Stelle würde ich vielleicht noch mal ein paar Euro Kasse stellen. Dafür, dass er wahrscheinlich nicht kommt. Eigentlich wüsste man das ja. Alter, hier ist was los. Alter, wie viel sind das denn hier? Haben wir richtig Bock. Ja, wirklich richtig Bock. Und schon wieder Maut. 11 Mark. Machen wir auf jetzt die Hütte. Oh fuck, ich bin dagegen gefahren. Alter. Ein Prozent Schaden. Naja, ich hoffe, ich werde nie ins Plus kommen. Alter, was ist denn bei dir los? Ach, du heilige Kanüle, ey. Ich werde nie Geld kriegen, ey, das ist traurig. Naja, muss ja auch nicht vor der Leitplanke fahren, ich meine vor der Schranke. Wie früh ich gebremst habe. Naja, mal ein paar neue, bessere Bremsen einbauen. Meine Autos noch nicht abbezahlt, kannst du noch nicht verkaufen. Kann Helga die Schulden direkt mitkaufen. Ja, dann kannst du, dann brauchst du die Schulden direkt mit. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen.
Wo muss ich jetzt hier rechts halten? Rechts? Ja, ja. Bist du eigentlich schon wieder? Naja, auf dem Weg nach Metz. Bitte rechts halten. Das ist mir schon wieder zu kompliziert, was hier passiert. So, jetzt fahr ich hier lang. Jetzt hier runter, oder was? Darf ich dir mal sagen, wie die Spotify-Wiedergabeliste funktioniert? Wie denn? Wenn du neue Songs einfügst, kommt die erstmal. Ah. Wirklich jetzt. Bitte links halten. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden muss. Straßburg, Mannheim! Vor allem habe ich in meine Best of Novo-Liste Lieder hinzugefügt, kam halt nie. Soll ich sagen, wie Volt Wische, die ich da eingefügt habe, nicht ein Song, gell? Das ist traurig. Ja, sag ich doch. Rechts halten und dann Ausfahrt. Volt Wische zu eine klasse Musik, ey. Nimm die Ausfahrt rechts. Mein Lieblingslied ist In 20 Years. Was ist dann in 20 Jahren? Das ist mein Lieblingslied. Achso. Aber nur eine Extended Mix. Ja, alles unter Extended ist ja auch langweilig. Das stimmt. Links halten und dann links abbiegen. Alter. Biege nach links ab. Oh! Alter, ey, sag mal, bist du schon mal LKW gefahren? Ey, nimm. Mit dem kannst du nicht fahren. Was bremst du auch? Da ist eine rote Ampel. Das sehe ich doch nicht. Alter Schwede, ey. Ich höre schon ein Deal. Wir öffnen den selbst. Merke schon. So ungefähr fährt ihr auch Privatauto. Kann ich schon mal sagen, gell. Okay. Rote Ampel wird nicht drauf geachtet. Da wird halt auch einfach mal im LKW hinten drauf gefahren, weil man die rote Ampel nicht sieht. Ja, richtig so. Sicherheitsabstand nicht hält. Alter Schwede, ey. Es ist vorbei. Ich hab gesagt, mein LKW bremst sehr langsam. Junge, Junge, Junge. Glück gibt hier kein Minus. Was schreibt Helga? Muss ich auf Bord stehen? Naja, muss wahrscheinlich Lizenz suchen auf dem Bordstein. Ach so. So, hier, ich muss unbedingt zur Werkstatt, weil mir irgend so die Tote die Karre gefahren ist. Ach, fix. Auf geht's. Neu berechnen. Wir sind schreiben. Y. E wie Chat? Oh ne, Abseil will ich nicht. Ah, hier, slash fix. Jo, Vehicle has been fixed. Geil. Aber mein Anhänger nicht, wie fix stehen. Muss ich hier einen Off-League-Manager und mal sagen, hallo, reparier mal das Scheißding. Ging das jetzt? Ja, ging. Außen auch abgezogen für Schaden. Warte schon mal, warum? Wähle die Aufleger, diese Lackierung will ich nicht. Wie kann ich meinen Aufliegerschaden beändern? Jetzt war es auch noch nicht so richtig. Musst du wahrscheinlich, muss man in die Werkstatt fahren. Naja, will ich jetzt nicht, ich hab Bock drauf. Egal, schreibt da halt SF wieder. Ja, wirklich. Das machen wir jetzt noch schnell, ist eine kleine Rude. Ja, guck mal, was du hast. Graz, Nizza, Mailand, Marseille. Graz, Nizza, Amsterdam, Mailand. Le Havre, Bern, Calais, Bourgogne. Wir können nach Nizza fahren, das ist auch eine ganze Ecke. Oh, Nizza ist sehr weit, ja.
Marseille ist auch ewig weit weg. Das ist genauso dort. Ja, Prag ist auch ewig weit weg. Prag hab ich nicht. Achso. Also ja. Calais oder Le Havre oder Amsterdam? Amsterdam hätte ich. Da waren wir zwar schon mal. Aber ist nicht so weit. Das stimmt. Mich wundert, dass ich hier nichts in der Nähe habe. Nächstes ist Luxemburg oder Straßburg. Naja, fahren wir halt in Amsterdam. Luxemburg haben wir auch. Ja, dann fahren wir nach Luxemburg. Bringt zwar keine Kohle, aber macht ja nichts. Das ist weit weg neben dran, ist er fahren lieber nach Amsterdam, oder nicht? Ja, ja, fahren wir nach Amsterdam. Fertig zum Losfahren. Fertig zum Losfahren? Na, mach ich. Ich fahre los. Warte mal. Achso, der Aufwind. Kann ich den Diktier abholen? Ja, safe hole. Biege nach rechts ab. Alter Hacker, fragst du dich? Alter, bei Hacker fragt man sich wirklich. Ob da noch alles. Ob da der Mod-Status so richtig ist, weiß ich auch noch nicht. Nee, glaube ich nämlich nicht. Ich hab jetzt eigentlich mein Chatbot an. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, frag mich nicht. Demnächst rechts abbiegen. Alter, ich hasse Geschwindigkeitsbegrenzer. Ich hoffe, da kommt ein Patch, der das rauspatcht. Sag mir doch mal bitte, wann ich. Sie sind am Ziel angekommen. Ja. Automatische Anguckung auswählen darf. Wenn du nah genug dran bist. Zeit zu gehen. Neue Route finden. Ach. Kosten, Wartung, ey. Meine Fresse, Leute. Ich hab das Gefühl, mein Navi besteht nur daraus, mir anzuzeigen, wer mir alles Kohle gebracht hat. Bin ich ja eigentlich ey, ganz nett. Bei mir wird nur angezeigt, was für Kohle abging. Jocke H 37.000 Euro. Also dafür hat der gekriegt für die Fahrt, ey. Alter. War nicht Jockel der Kartentisch mit dem Boden? Nee, der glaub ich nicht, will ich nicht. So, wo muss ich lang? Feststellbremse gezogen, alles klar. Das glaub ich in deine Richtung. Kommt hier eher nach links, rechts, geradeaus? Einfach nicht. Der nächste Labyrinth. Na komm, zieh Auto, LKW meine ich. Ja, haben sie es auch schon mal, aber naja. Bin 100 Mal, aber naja. Naja. Ist halt gerade so die mittlere Route. Wie viel Geld hast du jetzt eigentlich gekriegt für deinen Auftrag? Weiß ich gar nicht. Zwischen 6 und 8.000 ungefähr. Was? Eieiei. Wieso? Wenn man Zeit ist, du sinnvolle Fracht fahren kannst. Ich hab 22.000 gekriegt für den Was? Auftrag. Ja. Wo bist denn du? Bittert, ja. Hast du 22.000 dafür gekriegt? Ja. Biege nach rechts ab. Wie kriegst du jetzt? Ja, warte, sag ich dir gleich. 15.800. Wo steht das nochmal? Auf F6. Ich krieg 12.000, immerhin. Ich glaube, ich habe aber auch einen besseren Auflieger. Ich glaube, ich fahre ja das isolierte Ding. Ich weiß gar nicht, was ich gerade fahre. Ist das irgendwo? Warum fährst du eigentlich überhaupt noch vor, wenn ich einen viel langsamen LKW habe? Ist doch nicht. Du hast gesagt, ich soll vorfahren, deswegen bin ich vorgefahren. Wieso hat mein Anlieger überhaupt einen Schaden gekriegt? Weil du wahrscheinlich irgendeinem LKW drauf gefahren bist. Ich frage mich welchen. Der dreht doch nicht mit Anlieger und Schaden. Na klar. Der wird doch auch gestoppt von 1 Million km/h auf 0. Nein. An der Anhängerkupplung. Naja, du musst es abfedern.
Was habe ich jetzt so viel Geld ausgegeben? Naja, ob das so viel war. Bitte links halten. Ja klar, ich halte mich links. Red Light, sagt er. Wie geht der Chat nicht? Ich kann es bei dir im Stream lesen. Ich frage mich, warum bei dir der Chat nicht geht. Wundert dich noch? Naja, schon, na, weiß ich nicht, ein bisschen vielleicht. Wie viele Leute fahren AFK? Was denkst du? Wie viele Leute fahren away vom Bildschirm? Weiß ich nicht. Wie sollte man away vom Bildschirm fahren? Wenn man auf dem Handy tippt, was anderes guckt, YouTube anguckt. Na, als vernünftiger LKW-Fahrer machst du ja sowas nicht. Doch. Nein. Willst du mich ein? Na, gerade noch nicht. Soll ich auch noch einen Gatt? Ja, weiß ich, wie schnell fährst du? 110. Achso, naja, fahr du mal. Ich krieg dich schon eingeholt irgendwann, denke ich. Links halten. Und dann nehmen sie immer geradeaus. Weil kannst du mittlerweile, wenn alle Updates draußen sind, und dann rechts abbiegen. Wo fährst du lang? Da links? Achso. Mir wird dir angezeigt, ich soll rechts fahren. Naja, egal. Ich fahr dir einfach mal hinterher. Ha! Das ist wirklich Amsterdam gewählt. Ja. Wie viele Kilometer hast du noch? 300. Okay, lass uns einen. Jetzt habe ich 400. Ja, ich glaube, meine Route wäre kürzer gewesen, naja. Naja. Auch nicht schlecht. Keine Ahnung. Zwei Zernias-Karten. Was? Gerade verkauft? Ups. Alter, ausverkauftes Haus am Samstag. Kannst du schon auch noch 30 Karten weggehen? Da ist die Hütte voll, viel zu voll. Ich hoffe, es kommt keiner. Kommt nur wir. Alter, was macht er denn? Was ist denn bei dir los? Da zieht er einfach nach links, wenn ich überholen will, gell? Alter, ey. Die können nicht LKW fahren. Ach, brauchst du nicht. Ja. Fahr mal 100. Alter, ey, die können nicht LKW fahren. Das ist der Wahnsinn. Da willst du überholen, der zieht ja nach links. Immer noch traurig. Dann hat er versucht, die vor sich zu überholen, hat sich hingekriegt, weil der vor ihm natürlich keinen Hänger hat. Und jetzt dümpelt er hier rum. Alter, der kann nicht fahren, ey. Du fragst dich halt wirklich manchmal. Immer geradeaus. Wenn ich den jetzt wieder versuche zu überholen und der wieder nach links zieht, dann raste ich einfach komplett aus. Wie der fährt, ist der besoffen? Ja. Wieso ist mittlerweile? Nee, immer noch nicht. Ich gebe ja schon mein Bestes. Ich fahre ja durchgängig 110. Den vor mir hole ich ja auch so langsam. Alter, wie fährt der denn? Alter. Hier, Baustelle, habt ihr eine komplette Marke? Jetzt, wisst ihr, es ist gefühlt gerade Strecke und er schafft es nicht auf der Straße zu bleiben. Das ist schon traurig. Ich finde es irgendwie komisch, dass du
local Baustellen hast. Ja, ich dachte, die kam irgendwann mal mit einem Update. Aber warum local nicht für alle? Wahrscheinlich kann das der Online-Modus noch nicht so wirklich verarbeiten. Ach so. Rein ins Uhr kommen wir erst an. Ich komme erst 0 Uhr an, ey. Alter, das ist wirklich gefährlich, was der hier vor mir macht. Oh, da vorne sehe ich dich aber schon auf der Map. Warte, wir wollen 10 Alter, fahren, was ja. macht er denn? Ja, kannst du. Ist ja wirklich gemeingefährlich, was hier passiert. Oh, wirklich. Links halten und dann bleiben No, Sie ich immer halte an mich Ihrem Auto. sicherheitshalber mal links. Ich hoffe, der will Ah, nicht Sie auch sind links jetzt gerade fahren. gegen Leitplanken gefahren. Immer geradeaus. Weiß ich nicht. Ja, hier steht ein Auto im Graben. Also. Alter, was passiert hier denn? Wollt ihr noch langsamer fahren? Hallo, mein LKW ist nicht so schnell. Na guck mal, du bist 100 Kilometer von denen entfernt. Alter. Alter, wie viel ist auf der Autobahn? Hey, geil, staunst du? Vor mir fahren auch sechs Leute. Alter. Er fährt hier einfach über den Rasen. Naja, warum auch nicht, sag ich. Alter. Gamer-Urt. Hol ich den mal ganz frech auf der linken Spur. Komm, ich zieh auch rüber. Gamer-Urt wird überholt. Alter, was macht. Ey. Keine Ahnung, das ist mir zu gefährlich, was hier passiert. Bin ich Ah, das sind ehrlich? sechs Leute am Stück überholen. Wenn ich hier irgendwann mal einscheren muss, gell, ich Pech. Ja, wirklich. Alter, wie fahren die denn? Alter, wird Immer noch erstmal gereist, ja. der LKW zur Seite gedrängt, wie sich das gehört, finde ich. She is my little girl. Das ist mir alles wirklich viel zu gefährlich, was die hier machen. Muss ich dir ehrlich sagen. Verstehe aber auch nicht, wieso die hier ohne Anhänger rumfahren. Alter! Na, jetzt schon wieder los. Ja, fährt auf die linke Spur! Ach, die drehen sich ja erstmal raus. Hallo! Was ist denn bei dir los? Alter. Alter! Meine Fresse, ey. Haha! Das Gefühl immer, wenn du nach mir fährst. Das ist immer scheiße. Wenn du mir fährst, bist du immer unter 10 Minuten schon abgeholt und dann wieder bei 100 Unfällen gebaut werden. Fahr mal nur 100, also du bist eigentlich 8 km von hier. Bin schon seit einer Stunde abgetrunken hier vorne rechts. Das ist auch gefährlich, was die hier Ich fahr mal machen. 90. Nimm die Ausfahrt rechts. Alter, die machen nur Scheiße hier, ehrlich. Oh, dass ich hier keinen mehr vor mir habe gerade. Vor allem steht der schräg auf der Straße und anstatt dass er wartet, bis ich vorbei bin, fährt er einfach rückwärts. Einfach schräg rückwärts. Junge, Junge, Junge. Da könnte. Ist das mal ein sieht von Schiefelgeld. Das ist wirklich eine gute Frage. Was macht er hier auf der rechten Spur? Fährt 10 oder was? Ja, hab Alter. ich jetzt gehört. Richtig so. Wahrscheinlich ich. Grüß dich. Oh, Doppelanhänger. Ich bin neidisch. Hup nicht rum und fahre, Junge. Cheesy Boy. Immer geradeaus. Alter, Alter, Alter. Was machen die denn? Sind die alle bekloppt? Alter. Ich weiß nicht. Irgendwie so wirklich Links raus halten haben sie es auch und noch dann nicht.
bleiben Sie immer geradeaus. Nee, haben sie auch nicht. Immer geradeaus. Guck mal, das Licht schon mal an. Ja, hab ich auch schon sicherheitshalber. Alter, hier ist aber wirklich Party. Überall blaue also Punkte auf der Map. Geht ab, im Gegensatz zu bin gar nicht mehr in Frankreich. Ich bin schon vor 100 Stunden nach Luxemburg gekommen. Das ist dasselbe. Stimmt allerdings. Hat er hier auch Cello? Überhol ich einfach mal ganz dreist, wa? Na klar. Immer macht das Licht an, wenn ich mit Licht an ihm vorbeifahre. So wie in echt. Das ist auch eine schöne Band gerade. Ja, okay. Der weit genug weg, dass ich hier rüber kann, sehr schön. Ich frage mich, wie viel 100 Kilometer du von mir weg bist. Ich glaube gar nicht mehr so weit. Wieso steht hier ein Karawan? Warum nicht? Ich darf nicht mehr so weit weg von dir sein. Na, schauen wir mal. Ich fahre ja noch mit Schrittgeschwindigkeit. Ich bin jetzt an Windrädern. Ich sehe keine Windräder. Weit und breit nicht. Steht auch hier noch im Graben. Der ist ein Karawan. Achso. Alter. Die Kurve war nicht ungefährlich, sag ich mal. Ich fahr die mit 10. Was flamen die sich denn hier schon wieder? Alter. Du willst hier gemütlich LKW fahren. Stell dir mal vor, die Leute, die hier eure Truck Simulator fahren, würden in echt LKW fahren. Da gäbe es nur Unfälle. Ja, Vorsicht, da steht einer auf der Leitplanke. Auf der Leitplanke hört sich erstmal gut an. Ach hier, Alter. Ach, da ist er weg. Hat sich gerade wegteleportiert. Oh. Ah, nee, ey. Dass die alle nicht fahren können, ist schon traurig, gell? Das stimmt. Ich frage mich auch immer, was die Schwierigkeit daran ist, geradeaus zu fahren. Das ist gar nicht so einfach. Ich merk das schon. Was ist das hier für eine Schniekebrücke? Ah, herrlich, hier Wasser da, Wasser dort. Wie in Holland. Na guck mal, da vorne sehe ich dich so langsam. Siehst du. Nachdem ich 20 Unfälle umfahren habe, habe ich es dann doch endlich mal geschafft, ey. Ah, nee. Oh, Buskur, hörst du? Naja. Die Deutsche kann man gleich sehen. Naja, mal sehen, wann das, wenn sich das mehr ergibt. Ja, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich meine, kommen ja auch aus entfernten Landen. Australien. No. Was ist denn hier los? Vorsicht, Bremse! Naja, ich bin... Change den mit Doppelanhänger der Kurve. Deswegen ist hier auch verboten. Alter, was macht ihr denn, Leute? Ach, hier ist nur 50, naja. Kann man schon mal 56 fahren, sag ich. Alter! Seid ihr reingefahren? Nee. Fahr mal hier rüber, rechts runter, Jungs. Was hat er denn gemacht? Ist ja wahrscheinlich selber nicht. Er bleibt einfach stehen. Naja. Sind wir jetzt schon in Amsterdam? Nee, wa? Nee, sind wir noch nicht. Ach, hier Rotterdam sind wir. Warum, ich fahr mal 50 hier. Wenn hier nur 50 erlaubt ist. Ach, hier ist 100. Naja, egal.
vorher fährt einen richtig coolen V-geschützten Trank. Wird gut an. Siehst du mich schon? Kann ich ja wieder aufs Gas treten? Ja, ich seh dich. Na dann, vorwärts. Oder schaffe ich schon. Du hol dich erstmal. Genau, machen wir. Alter. Was denn? Hallo, bleib auf deiner Spur, ey. Die können nicht fahren. Ja. Gefühlt habe ich seit 100 Jahren meine Spur nicht verlassen. Also ich werde hier links und rechts gecrasht. Also so fühlt sich jedenfalls an. Noch ist er knifflig davon gekommen. Ja, gut, der hat ja rechtzeitig gebremst, weil er auf meine Spur gekommen ist. Also. Da muss ich die Zwitanias-Karten noch in die Liste einfügen. Na, mach das mal. Damit Helga nicht traurig ist. Du schaffst es jetzt, mich zu überholen? Oder fährst du wieder zu sehr auf meine Spur? Hab schon ein bisschen Angst, vor allem weil es hier im Tunnel so eng ist. Oh, hat er geschafft. Ups, nicht. Wow. Du Pelker schon eingeschlafen. Na, glaub ich auch. Ach, den bei dir Augen zu. Mach kurz Mittagsschlaf. Das ist ja auch eine gute Zeit für Mittagsschlaf, oder nicht? Naja. Helga, es ist Mittag. Links halten und dann links abwiesen. Nur Zeit, ey. Die schlimmste Fahrzeit lang, mal ehrlich jetzt. Ja, die war schon nicht schlecht. Macht er denn? Ist Joachim von Hasse. Der ist links vor der Leitplanke gefahren, weil er Angst hatte. Alter. Ich bin Pilot der Bundeswehr. Ich sende euch aus meinem Flugzeug. Übrigens, blitz heute links um die Ecke fährst. Danke. I call it. Wurde schon geblitzt. Ich hab schon Mord bezahlt. Ja, der Mord ist nicht geblitzt. Wurde links um die Kurve geblitzt. Das ist ja traurig, ey. Sag mal, wie viele Blitzer haben denn die hier in Amsterdam? Der führt an jeder Kreuzung inner. Alter, kommt die auf einmal das Licht her. 20.37 Uhr schalten die also die Lichter an in Amsterdam. Aha. Ja. Oh, ich hab's geschafft. Das glaubst du nicht. Nee, glaub ich auch nicht. Ich hab's auch geschafft, sogar ohne Unfall. Wo ich schon dort Unfälle auf der Autobahn gesehen habe. Hallo, es ist rot. Naja, interessiert ihn scheinbar nicht. Und das VDB 2000. Vor allem wirklich, wenn du jetzt noch alle Erweiterungen hättest von Eurotrack Simulator, die es derzeit so gibt. Also das eine ist Finnland und sind die nicht online auch drin? Estonia und hast du nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du die kaufen musst, um da hinfahren zu können. Ich glaub's nicht. Ich hab jetzt alles voll auf Fernfahren. Na, dann nimm irgendwas anderes. Oh shit, ich hätte hier rechts abbiegen müssen. Ich hab jetzt mit dem Level alles voll. Ich finde eine neue Route. Ja, ich hab. Speichern. Ey, wo hätte ich denn das abgeben sollen? Ich glaube, ich hab mich einfach komplett verfahren. Ich hab die Einfahrt verpasst. Ach Gott. Auch nicht schlimm, sag ich immer. In meinen jugendlichen Jahren. Ich fühle mich aber auch als Hedge. Waren vertrieben von Lebtsch nach Metz. Dann zurück nach, wie ist das? Wo wir gerade sind, Amsterdam. Amsterdam. Da hat mir Helge an Facebook geschrieben. Demnächst rechts abbiegen. Auf ja. Liste. Ach, auf Liste. Oh. Biege nach rechts ab. Kommt im Endeffekt eh nicht.
So wird doch welche, die nicht kommen. Na ja, schon gut an. Rechts halten und dann rechts ab. Biege nach rechts ab. Ich frage mich, wie viele Leute hier pro Tag gekickt werden. Weil sie ihr Licht nicht anmachen. Gute Frage. Rechts, links abbiegen. Links abbiegen und dann rechts abbiegen, na alles klar. Ey, die Liste ist riesen lang, Helga. Also viel Spaß, wenn du am Ende sitzt. Hier jetzt schränken muss. Das hab ich irgendwie verpasst. Wir sind fertig. Was hat der denn für einen Anhänger, Alter? Ah, schön. 375 Liter Kraftstoff verbraucht, das ist ja traurig. Oh, ich bin Level up. Gucken, was ich hier noch leveln kann. Oh, nichts. Ja, natürlich. Das war ja spannend. Alter, gesamte Spielzeit 8121 Tage und 10 Stunden. Gut. Hast du gesehen, wo Punogramm heute spielt? Ja, hab ich gesehen. Was sagst du denn dazu? Ein gutes Festival. Keine Ahnung, wer da auf die Idee kam, Programm oder das ich zu buchen, aber warum auch nicht, sag ich, gell. So Leute, kann ich jetzt langsam mal hier wieder jemanden einstellen? Immer noch nicht. Gibt es hier irgendwo eine Arbeitsagentur, die ich nicht entdeckt habe? Das ist heute ein Tag. Donnerstag ist heute. Tachi. Ruhe. Das ist heute 1.10 Uhr. Danke. Alter. 1.10 Uhr spielen die heute. Na schön. So. Ah, jetzt Ben fängt am 5 Uhr an. Mach das Spiel hier auch mal aus. Kannst du nicht mal alles ausmachen? Naja, dauert doch eh 20 Jahre. Also Leute, die Teletext benutzen. Was mit denen? Jemand postet eine Tabelle vom von der Bundesliga aus dem Teletext in der Gruppe. Hört gut an. Alter, Teletext, ey. Naja. Naja. Was soll ich Teletext sagen? Auch nicht. Als alter DDR-Bürger benutzt man halt Teletext. Ja, wahrscheinlich. Wieso ist ein Buffon eigentlich zurückgekehrt? Naja. Warum nicht? Warum denn nicht, Oh, Bus cool. Schön. This is the garden. Ja, genau das. Joao Felix, der teuerste Portugiese aller Zeiten. Wer kommt so noch aus Portugal? Kennen wir da irgendjemand Wichtiges? Nee, war. Figo. Achso, ich dachte, er wäre Spanier. Naja. Cancelo. Guedes. Ah, na, achso. Die kennt man natürlich. Sonst kenne ich keinen Portugiesen, aber immer der teuerste. Wenn Joao Felix schon der teuerste ist, können die anderen auch nicht so gut sein, sag ich mal. Sind sie auch nicht. So, wenn ich jetzt in der Zeit, wo wir jetzt noch quatschen. Ja. Oh! Pfiffige Ziffern, schon wieder eine Folge 50er und ich liebe pfiffige Ziffern.
Aber ich hasse 30 Minuten. Ups, ja. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Wer sowas guckt, ist entweder geistig gestört. Ach ja, das wollte ich schon machen. Mod Streamlabs. Muss ich das jetzt so eingeben, ja? Ach Mann, ey. Warten. Naja, ich muss mich mal. Was, wie, sag mal, komm, wenn du noch zufällig wieder bist, ja, bist du nur Pascal. Es ist doch kein Zufall. Hast du immer noch nicht umgestellt? Nee. Naja, egal. So, Helga, ich mach meinen Stream aus. Muss ja nämlich noch ein bisschen was in die Einstellung testen. Helga, wir sehen uns morgen zum Stream und Samstag. Zum Fan-Treffen. Fan-Treffen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.